Ich habe in mich reingefühlt und gesehen, dass in mir der Glaubenssatz da ist, ich bin nicht gut genug. Das war mir nie bewusst. Also wenn ich mir jemand gesagt hätte, Samar, du denkst, du bist nicht gut genug, würde ich sagen, nein, natürlich denke ich, ich bin gut genug. Das war ganz subtil in dem Kontext, in der Beziehung zu meinem Vater, dass ich mich nicht gut genug gefühlt habe. Jetzt ist es so, solche Gefühlsmuster, wenn die dann entstehen in Beziehungen, gerade auch in der Kindheit oder auch dann später in der Jugend, in der Familie, wenn ich das öfters erlebe, setzt sich das als Muster fest. Und wenn mein Nervensystem es gewohnt ist, dass ich nicht gut genug bin, mein Körpersystem das gewohnt ist, wird es immer wieder danach streben, dass ich mich nicht gut genug fühle, weil es kennt ja erstmal nichts anderes schon seit Jahren. Das heißt, später dann, als ich auch ausgezogen bin, immer wenn ich ein Ziel vor Augen hatte, das ich erreichen wollte, habe ich das nicht erreicht. Weil unterbewusst das Muster da ist, du bist nicht gut genug, also verdienst du es nicht, das zu erreichen. Mein Nervensystem hat mich also an diesem Muster festgehalten, du bist nicht gut genug, also verdienst du es nicht. Das Problem ist bei solchen Mustern, dass die zerstörerisch und ganz hinterhältig im Unterbewusstsein versteckt sind und in Beziehungen wirken, zu anderen Mitmenschen, zum Partner, auf der Arbeit und natürlich bei unseren Zielen, die wir erreichen wollen, dass es uns immer wieder zurückhält. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, wie finde ich meine unbewussten Muster heraus? Die kannst du herausfinden, wenn du dich achtsam beobachtest. Überlege, was hattest du für Beziehungen in deinem Leben, also gerade in der Familie, zu deinen Eltern, zu deinen Geschwistern, da wo du aufgewachsen bist. Wie war da die Energie? Was ist da für ein Gefühl hervorherrschend in dir gewesen, gegenüber Vater, Mutter, Tante, Onkel, Brüder, Schwestern? Fühl mal rein. Wenn du achtsam fühlst und beobachtest, dann wird dir vermutlich einiges bewusst. Welche Muster wiederholen sich unbewusst, die du bewusst niemals wählen würdest? Schau nochmal in deinem Leben. Wenn du das hast, dann kannst du dir den zweiten Aspekt deines Lebens anschauen. Welche Muster wiederholen sich in deinem Leben die ganze Zeit, die du bewusst niemals wählen würdest? Und wenn dir das bewusst ist, ist immer so spannend, das auch schriftlich nochmal festzuhalten, weil dann sieht man oft einen roten Faden, was sich da im Leben so wiederholt. Wenn du das jetzt stoppen möchtest, ist der allererste Schritt erstmal das achtsame Beobachten, wie du immer wieder reagierst. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in Bezug auf Geld mich selber beobachte, was kommt in mir für einen Stress hoch, wenn ich auf mein Konto schaue, wenn ich mit Kunden arbeite, wenn ich an meinen Zielen arbeite, wie arbeite ich daran? Wenn ich mit Dingen arbeite, die mir Geld bringen sollen, was steckt da in mir für eine Energie? Bin ich da mit Stress daran, mit Druck? Mit Angst, mit Zweifeln, dass ich nicht gut genug bin. Und das kannst du in dem Moment nur herausfinden, wenn du in dem Moment achtsam dich beobachtest. Ist in mir gerade Riesenstress? Habe ich das Gefühl, alles scheiße zu machen? Oder bin ich ziemlich entspannt und motiviert und inspiriert? Und wenn du spürst, dass in dir ganz, ganz viel Stress ist, was bei mir war, ne, wenn ich dann an meinen Sachen gearbeitet habe, unglaublich hoher Stresspegel in mir und ich habe dann unterdrückt mit Süßigkeiten essen und so weiter und so fort, deswegen auch nicht das Abnehmen, habe mich beobachtet und bin dann erstmal ruhig geblieben und habe einfach nur in meinem Körper wahrgenommen, was da vor sich geht. Das war ein Vulkan, der brodelt. Das achtsame Beobachten hilft dabei, dass das aus dem Unterbewusstsein hochkommt ins Bewusstsein, was da für ein Muster gerade in dir feststeckt. Und dann kann man die Emotionen, die da gerade am Brodeln sind, denen einen Ausdruck verleihen, indem ich mich bewege, indem ich mich schüttle, indem ich je nachdem, was da gerade in mir brodelt, dass ich das rauslasse und nicht unterdrücke und einfach nur weiterhin funktioniere. Das holt mich aus diesen Mustern heraus, weil Muster sind Gewohnheiten. Das sind Dinge, die sich ständig immer wieder im gleichen Muster wiederholen. Wenn ich dieses Muster verändern möchte, muss ich im Muster direkt eingreifen. Das heißt, während ich zum Beispiel auf meinem Konto schaue oder beim Arbeiten und wieder ans Geld denke, gestresst bin, da Bewusstsein zu beobachten, ist also aus dem Unterbewusstsein rauszuholen und entsprechend zu reagieren, indem ich mich entweder entspanne oder mich bewege, je nachdem, was gerade in dem Moment gebraucht wird von meinem Körper. Wie ist es bei dir, wenn es ums Thema Geld geht oder ein anderes Thema, wo du blockiert bist? Was kommen da für Gefühle hoch? Was kommen da wirklich für echte Gedanken hoch? Ich sage jetzt extra echte Gedanken, weil nicht das, was du dir einbildest, gerne denken wollen würdest, sondern was kommt wirklich in dir hoch? Hast du da Stress? Vielleicht auch das Gefühl, gegen dich zu kämpfen? Oder das Gefühl, andere sind besser? Dein Nervensystem mag diese vertrauten Gefühle, weil es sich sicher anfühlt. Es kennt ja nichts anderes. Das jetzt umzuprogrammieren, braucht seine Zeit. Das heißt, wenn du jetzt diesen Stress wahrnimmst, bleib mit dem Stress, ohne in diesen Strudel irgendwie dich einsaugen zu lassen. Einfach wahrnehmen und beobachten. Es geht im Alltag nicht darum, möglichst viel zu erledigen und zu erreichen oder umzusetzen, sondern es geht um die Energie dahinter, wie du die Dinge erledigst. Spürst du den inneren Druck? Halte kurz inne und atme. Nehme deinen Körper wahr. Spüre die Auswirkungen auf deinen Körper.
Er ist süchtig nach diesem Stress. Joey Dispenza, einige von euch kennen ihn, der forscht ja auch das wissenschaftlich und man kann das messen, wie biochemisch im Körper Stress produziert wird und wie der Körper süchtig ist nach diesem Stress, nach diesem Leiden, nach diesen Ängsten, nach diesen Sorgen, nach diesen Zweifeln, weil der Körper es nicht anders kennt. Passend dazu haben wir oft negative Selbstgespräche und diese negativen Selbstgespräche legen in unserem Gehirn neuronale Bahnen an. Und oft sind diese neuronalen Bahnen so fest verdrahtet, dass wir die gar nicht hinterfragen. Also wir hören unsere Selbstgespräche ja gar nicht. Unsere Aufgabe ist es, das zu durchbrechen, indem wir neue Gedanken füttern, damit die alten neuronalen Bahnen verkümmern. Wenn wir Gedanken immer wieder denken, sind die neuronalen Bahnen ganz stark und senden Energie. Wenn wir an diesen Gedanken nicht mehr denken und neue Gedanken denken, verkümmert diese neuronale Bahn. Das ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass diese Bahnen tatsächlich verkümmern und wir so verlernen können, diese negativen Gedanken immer wieder zu denken. Welche Muster wiederholen sich bei dir, die du gerne stoppen wollen würdest?